jetzt kommen wir zu dem Mann, der sich ganz spontan freigenommen hat für uns heute Abend, weil er nämlich ganz spontan eingesprungen ist für Julia Klöckner, die ja im Verkehr stecken geblieben ist. Ich warte noch auf meinen Diplomatenpass von heute. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall kriegst du schon mal den Pass für denjenigen, der sich in sehr kurzer Zeit körperlich fast halbiert hat. Herzlich willkommen, Teti Mierendorf. Wir haben dich wo erwischt, als wir dich angerufen haben? Ich glaube, gegen 17 Uhr war es, als wir hörten, Frau Klöckner kommt nicht mehr. Ich war im Supermarkt am Kühlregal und wollte mir einen Hüttenkäse aus dem Regal nehmen. Und da kam dieser Anruf, da habe ich den Hüttenkäse zurückgestellt und wusste, ich schaff's nicht mehr nach Hause, um ihn in den Kühlschrank zu bringen. Er hatte einen spannenden Abend vor sich, ne? Mit Hüttenkäse. Ja, was war denn sonst noch in deinem Einkaufswagen? In Hamburg warst du, ne? In Hamburg, genau. Ja. Sonst nur Sachen, die ich nicht kühlen musste. Das heißt, ich konnte die direkt in mein Auto tun. Da war einfach nur eine Kiste Wasser und sonst nichts Schlimmes. Okay, was hätte da drin gelegen, wenn wir dich vor 4 Jahren angerufen oder vor 3 Jahren in deinem Einkaufswagen? Wahrscheinlich ein paar Tafeln Schokolade. Aha. Auch sicherlich Wasser, denn Softdrinks waren jetzt so eigentlich nie mein großes Problem, aber hauptsächlich Süßigkeiten wahrscheinlich und Essen, was man schnell zubereiten kann und was schnell in den Mund geht. Mhm. Wie viel hast du vor 4 Jahren, also diese Zeit, von der wir gerade reden, mit der Schokolade im Einkaufswagen, gewogen? Also ich darf dich das fragen, ja, weil du hast ein Buch über das Ganze geschrieben. Es ist ja überall. Ja, klar. Damals habe ich gewogen 165 Kilo und zu meiner Spitzenzeit wahrscheinlich so um die 180. Ganz genau weiß ich es nicht, aber es waren so um die 180 in der Spitze. Wie groß bist du? 1,97. Mhm. 0,5. So fast wie ich praktisch. Ich glaube, er ist doppelt so groß wie du, oder? Das würde ich auch so sagen. Der war doppelt. Also hast du dich halbiert? Wie viel hast du abgenommen? Nee, nicht ganz. Also 40% habe ich abgenommen. Ich bin runter auf 97 Kilo und ich glaube, das waren 40%. Und habe aber mittlerweile wieder ein bisschen Gewicht zugelegt, was dem Umstand geschuldet ist, dass ich Muskeln aufgebaut habe. Denn ich habe irgendwie am Anfang halt nur Gewicht reduziert und habe dann gemerkt so, oh, ich bin irgendwie ein ganz schöner Spittel und jetzt muss ich ein bisschen anfangen, Muskeln aufzubauen, was ich dann gemacht habe. Aber gehen wir noch mal in die Zeit zurück, wo du noch kein Spittel warst. Wir haben gerade ein Foto gesehen, also aus deiner Hochzeit, 180 Kilo. Wie ist es dazu gekommen? Also hast du einfach wahnsinnig viel gegessen oder keinen Sport oder was, eine Krankheit? Genau so, was war's? Genau das. Wir wissen ja alle, wie man dick wird, wie es funktioniert. Ich habe Sport immer gehasst eigentlich, dachte ich, und habe Schokolade wahnsinnig geliebt. Und da kommen wir wieder zu dem Suchtproblem. Schokolade, Zucker schüttet Dopamin, das Glückshormon, aus. Und da gibt es natürlich dann eine Wechselwirkung. Wir wollen dieses Gefühl möglichst lange erhalten, brauchen immer mehr Nachschub. Und der Körper entwickelt eine Dopaminresistenz. Das heißt, wir brauchen immer mehr. Mhm. Und war völlig vernebelt. Ich wurde immer dicker, habe das aber als Schutzmechanismus genommen, um mich von meinem Bruder zu schützen. Der ist 4 Jahre älter. Der war immer ein sehr erfolgreicher Fußballer. Und ich wurde ständig mit ihm verglichen und fand es fürchterlich und habe irgendwann ungefähr als Kind mit, na, weiß ich nicht, 10 Jahren gedacht, wenn ich dick bin, erwartet man gar keine sportlichen Leistungen mehr von mir. Ich muss nicht an meinen Bruder herankommen. Und das war meine Taktik und die habe ich halt weitergeführt, bis in den Beruf hinein. Würdest du sagen, weil wir gerade über Sucht gesprochen haben, dass du esssüchtig warst? Definitiv. Oder zuckersüchtig? Zuckersüchtig, oder? Absolut, ja. Ja. An dieser Stelle wäre ja Frau Klöckner so wunderbar gewesen, warum sie gegen eine Zuckersteuer ist. Ja. Und da hätte ich ihr jetzt um die Ohren gehauen. Also, sag es ruhig. Sie gucken wie stimmt. Ist es in Deutschland möglich, dass eine Lebensmittelampel verhindert wird, die sagt, okay, auf diesen Lebensmitteln ist dies und das. Wie ist es möglich, dass auf der Rückseite... Du meinst das System, dieses Grün, genau, ne? Gelb, Rot, Grün, Rot. Gelb. Wie ist es möglich, dass über 70 verschiedene Bezeichnungen für Zucker benutzt werden dürfen, um möglichst zu verschleiern, was da alles an Sachen drin ist? Wie kann es sein, dass da lauter chemische Begriffe in kleinster Schrift auf der Rückseite stehen und wir dadurch systematisch immer dicker, übergewichtiger und diabeteskrank werden? Das ist der gleiche Grund. Warum Automobilkonzerne schummeln dürfen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden, und warum es eigentlich keinen Klimaschutz mehr in Deutschland gibt. Weil die Lobbys immer dominieren und die Politik nicht mehr das Heft des Handels in der Hand hat. Aber jetzt weiß man das natürlich grundsätzlich, ne? Dass Zucker dick macht. Und wenn ich viel esse und wenn ich 10 Tafeln Schokolade esse, dass ich dann dick werde. Das ist ja auch immer so ein bisschen eigene Entscheidung, ob man Absolut. Das macht oder nicht.
Wann hast du für dich entschieden, ich will das nicht mehr? Also 2012. Bis 2012 habe ich eigentlich so gelebt, da war es mir völlig egal, wie alt ich werde. Ich hatte für niemanden Verantwortung und dachte so, gut, meine Frau kommt auch allein über die Runden irgendwie. Ja, das habe ich damals gedacht. Und ich habe mir mal selbst die Frage gestellt, kann ich ohne Schokolade überleben? Und ich habe mir ganz klar die Antwort gegeben, ich möchte ohne Schokolade nicht leben. Ich muss nochmal nachfragen. Hast du gerade wirklich gesagt, du hast so mit dem Leben, du hast nicht dran gehangen und hast gedacht, meine Frau kommt alleine zurecht, wenn ich nicht mehr bin? Habe ich das richtig verstanden? Ich hatte ja keine richtige Verantwortung. Natürlich habe ich sie geliebt und sie mich auch. Irgendwie tun wir ja immer noch. Aber, aber letztlich habe ich gedacht, bevor ich auf Schokolade verzichte, würde ich eher auf mein Leben verzichten. Das war wirklich das, was ich mir gesagt habe. Also es war eigentlich wie beim Alkohol auch, alles andere war mir völlig egal. Und dann 2012 wurde meine Tochter geboren und plötzlich war da halt dieser Mensch oder diese Familie, die zumindest in finanzieller Sicht von mir abhängig war. Ich musste die versorgen. Mhm. Und im gleichen Jahr ist dann halt Dirk Bach, der liebe Kollege, gestorben. Und da kam ich halt ins Grübeln und dachte so, oh Mann, irgendwie ist ja ganz schlimm. Ich hatte 2005 dann noch die Diagnose Diabetes, das hat mich auch nicht weiter gekratzt. Gab ja Tabletten dagegen und der Arzt sagte mir tatsächlich, machen Sie sich keine Vorwürfe, geben Sie sich keine Schuld am Diabetes, hier sind Tabletten, Sie dürfen Ihre Lebensqualität nicht verlieren. Morgens eine, abends eine, haben wir es im Griff. Und ich dachte, ja super, dann brauche ich ja nichts zu verändern. Ja. So, und dann habe ich irgendwie... meine Tochter war ja klein, die konnte krabbeln und so. Und ich kam ja noch hinterher, es ging ja noch alles, war keine richtige Not, jetzt was zu verändern an mir. Und du kennst mich ja auch noch sehr dick. Ja. Und 2014 habe ich dann völlig bescheuert im Internet zufällig so einen Test gefunden, der die Lebenserwartung berechnet. Und da kam dann raus, also da musste ich halt ganz viele Fragen beantworten zu Verhalten, Essverhalten, ob ich Alkohol trinke, Tabletten nehme, ob es Vorerkrankungen in der Familie gab, was ich für einen sozialen Status habe, ob es Vorerkrankungen in der Familie gab und so weiter. Und da kam raus, du hast noch 2 Jahre zu leben. Oh. Und dann kam ich ins Grübeln. Und dann in der darauffolgenden Nacht hatte ich einen Traum. Und da habe ich geträumt, dass meine Tochter mit dem Fahrrad fährt. Und daneben lief meine Frau, die sich gefreut hat, dass meine Tochter es jetzt endlich gelernt hat. Und daneben lief der Familienvater. Und das war nicht ich. Oh. Jetzt. Ja, ich krieg auch gar nichts, wenn du das sagst. Und das war die Initialzündung. Und das war die Initialzündung. Ich bin dann aufgewacht und dachte so, ich will nicht mehr dick sein, verdammt. Ich möchte einfach überleben. Und es ging ja um Leben und Tod. Mhm. Also ich meine, natürlich, es war nur ein Test im Internet, aber der basierte auf statistischen Daten und auf Studien. Und das hat mir bisher kein Arzt so klar um die Ohren gehauen. Typ, in 2 Jahren bist du tot. Mhm. Und was hast du dann geändert? Ging das Schlag auf Schlag? War das wie bei André Rieu, der einfach sagte, ich trinke jetzt einfach kein Glas Rotwein mehr nach dem Konzert? Nee, ich hätte mich ja jetzt in die nächste Diät stürzen können, wie ich das vorher schon gemacht habe. Ich habe ja alle Diäten durch, die so auf dem Markt sind und habe damit auch in kurzer Zeit wahnsinnig viel abgenommen. Und wusste dann so, okay, jetzt bin ich ungefähr bei den 10 Kilo, die ich abnehmen wollte. Bin von einem Tag auf den anderen wieder in meine alten Verhaltensmuster gefallen. Mhm. Und hatte am Ende dann mehr drauf als vor der Diät. Dieser berühmte Jojo-Effekt, ne? Richtig. Und jetzt wollte ich halt diesen Feind wirklich mal aus unterschiedlichen Ecken angreifen und habe mir dann also zum einen ich habe mich zum einen untersuchen lassen von sämtlichen Ärzten, die alle ihr Okay gegeben haben. Ich war beim Kardiologen, beim Sportarzt, beim Orthopäden und so weiter. Die haben alle gesagt, du kannst alles machen, alles super. Dann habe ich mir einen Personal Trainer gesucht, der gesagt hat, cooles Projekt, so viel wollte noch niemand abnehmen, das ziehe ich mit dir durch. Was war dein Ziel? Mein Ziel war 99. Das war das, was ich gerade eben nach 99 Kilo abnehmen 99, oder 99 Gewicht? Nein, bei 99 landen. Ah, okay. Das wäre dann gerade eben hat mein Normalgewicht. Hat Ihr Trainer auch, wie André Rieu und mir erzählt, sind 40 eigentlich physisch? Ich habe vorhin mein Handy kurz rausgeholt und wollte nachschauen, wie mein Alter ist. Ich habe nämlich so eine tolle App und mein biologisches Alter ist 24. Das ist der Trick von dir. Das gehört zum Geschäftsmodell, oder? Okay, gut. Aber wo gibt's die App? Weißt du, die tauschen wir nachher aus. Gebe ich dir, ja. Aber ich habe so ein Trainingssystem, das läuft alles vollautomatisch irgendwie. Und, ja. Also mit Sport hast du es geschafft? Mit Sport und ich habe einen Zuckerentzug gemacht, ganz, ganz wichtig. Das hat ungefähr 2,5 Wochen bei mir gedauert, bis ich komplett runter war. Denn da ist natürlich irgendwie diese Entscheidung im Kopf, ja, ich möchte was verändern. Aber der Körper hat auch eine Abhängigkeit, das darf man auch nicht unterschätzen. Und in diesen 2,5 Wochen war ich total aggressiv und habe Sachen gesagt, die ich irgendwie im selben Moment auch schon wieder bereut habe. Und das war wirklich nicht einfach. Das war eine echte Scheißzeit, muss ich ehrlich sagen. Hat deine Frau Verständnis gehabt? Ja, mehr als ich Für diese Launen. Die ist ja Fitnesstrainerin, ne?
Ironischerweise ja. Die Kombination, wirklich. Ja. Wie konnte sie dir dann helfen? Also ich meine, erstmal finde ich es ja komisch, dass du dann nicht mit ihr trainiert hast, sondern dir einen Personal Trainer geholt hast. Aber vielleicht lässt man sich dann von dem eher was sagen als von der eigenen Frau. Ne? Ganz genau. Es hat unserer Ehe nicht so richtig gut getan. Wir haben das mal versucht, zusammen zu trainieren. Aber ich habe mir dann vielleicht das auch aus Stolz nicht sagen lassen wollen von ihr. Und sie ist dann auch in ihren Trainermodus gekommen. Und da habe ich gedacht, so, Schatz, du kannst normal mit mir reden. Ich bin dein Mann. Nee, das hat nicht funktioniert. Aber mittlerweile trainieren wir auch zusammen. Jetzt geht es. Und ja, bin echt dankbar, dass sie bist diese Zeit mit mir durchgestanden hat. Bist du ganz ohne Zucker jetzt? Also mittlerweile nehme ich wieder Zucker zu mir. Aber ich habe komplett auf alle verarbeiteten Lebensmittel verzichtet. Und auf Zucker komplett, um meinen Körper erstmal zu resetten. Und festzustellen, dass jetzt eine Tomate zum Beispiel auch einen Eigengeschmack hat. Das wusste ich gar nicht bis vor ein paar Jahren. Also ich dachte, das geht nur mit Gewürzen oder überbacken oder sonst irgendwas. Du bist in 3 Fitnessstudios angemeldet derzeit, stimmt das? Ja, jetzt nur noch 2. Okay, die Frage zielt darauf, ob du jetzt möglicherweise die eine Sucht durch die andere ersetzt hast und jetzt so eine Art Sportsucht entwickelt hast. Ja, das ist eine ganz beliebte Frage. Der Körper ist konstruiert und gebaut, um sich zu bewegen. Und kein Mensch würde auf die Idee kommen zu sagen, du sitzt 8 Stunden am Schreibtisch. Bist du schreibtischsüchtig? Bewegung ist eine ganz natürliche Sache, so wie Atmen. Bin ich atemsüchtig? Ja. Bin ich dann bewegungssüchtig? Ja, vielleicht. Aber nur weil ich 1 bis 2 Stunden am Tag der natürlichen oder dem natürlichen Bedürfnis meines Körpers entspreche, würde ich das nicht als Sucht bezeichnen. Eine Sucht wäre es dann, wenn es mir wirklich schlecht geht und ich entgegen jeder Vernunft trotz Krankheit ins Sportstudio rennen würde und mich da verausgaben würde. Aber ich bewege mich gern, mein Körper fordert es ein. Ich liebe dieses Gefühl, ich liebe Laktat. Und, was ist jetzt Laktat? Okay. Das ist diese Milchsäure, die sich bildet, wenn man viel trainiert hat. Diese typischen angespannten Arme und so. Wenn man diese Vorspannung, okay, die man dann immer hat. So, okay. Ja. Ja, aber ich kenne das auch, wenn ich mich mal durchringen kann und dann wieder so einen Sportanfall bekomme, dann kommt das relativ schnell, dass man dann auch will. So, ne? Während man sich die ersten Wochen immer erst so bemühen muss, um da reinzukommen. Hast du das, wenn du morgens aufwachst, dass du sagst, soll ich jetzt erstmal jetzt joggen? Oder? Nee, joggen gar nicht. Also ich mache halt auch Krafttraining hauptsächlich. Ich mache halt jeden Tag Sport. Ich versuche 3 bis 4 Mal im Monat keinen Sport zu machen, was auch gelingt. Aber es ist einfach ein tolles Gefühl. Also Jetzt würde man natürlich gerne wissen, wie oft machen Sie noch Sport? Ich bin da raus. Ich habe einen guten Arzt, der hat mir das verboten. Mit Joggen und allem für mein Knie darf ich alles nicht, den Arzt behalte ich, golfen darf ich, wunderbar. Ich bin durch. Ja, aber es ist einfach ein tolles Lebensgefühl. Es ist, der Körper fordert das ein und durch den Sport habe ich auch gelernt, richtig zu essen, weil mein Körper mir jetzt mittlerweile ganz genau sagt, was er haben möchte, welche Nährstoffe ihm fehlen. Du hast gesagt, dass du auch Veränderungen an dir festgestellt hast, psychischer Natur, also nicht nur körperlich. Was ist das genau? Also es ist ein tolles Wechselspiel zwischen Kopf und Körper. Der Kopf hat ja den Befehl gegeben, okay, jetzt muss eine Veränderung her. Mhm. Der Körper hat reagiert und gibt Rückmeldungen, eben zum Beispiel mit den Lebensmitteln. Und gleichzeitig habe ich ja nicht mehr, ich bin nicht mehr in diese Zuckerwatte gehüllt, die ich vorher hatte, sondern ich habe ja jetzt positive wie negative Gefühle, die kommen jetzt viel stärker an mich heran. Das war ja sonst mal so, dieses Dopamin bewirkt ja, dass man sich nicht mehr so schlecht fühlt, aber eben auch nicht mehr so gut fühlt. Oder mit anderen Worten, zu viel Zucker, also zu viel Dopamin, macht gefühlsstumpf. Und ich nehme jetzt Gefühle viel intensiver wahr. Und dazu kommt, ich verhalte mich jetzt auch nicht mehr so, wie ich glaube, dass es die Gesellschaft von einem Dicken erwartet. Welche Attribute verbindet man mit Dicken? Sie sind? Lustig. Träge. Er sagt lustig. Lustig. Ja, aber man kann ihm gut Probleme anvertrauen, und gesellig. Ne? Das habe ich gespielt. Also auch, ja? Und so war ich. Es war gar nicht so, dass ich irgendwie gedacht habe, was empfinde ich, wie verhalte ich mich, wie ist der eigentliche Tete, sondern ich habe mich so verhalten, wie ich dachte, dass ein Dicker zu sein hat. Und hast du irgendwann in diesem ganzen Prozess mal drüber nachgedacht oder die Angst gehabt, dass du möglicherweise Schwierigkeiten im Beruf bekommst, wenn du deinen Typ jetzt so radikal veränderst? Weil du warst ja immer besetzt auch so ein bisschen als der gemütliche Dicke, als genau das, was du gerade beschrieben hast. Genau, also aber es wurden ja irgendwann diese ganzen Formate eingestellt, diese ganzen Comedy-Formate, wo ich mitgemacht hatte, zum Beispiel Freischnauze, Schillerstraße, der peinliche Verlobte. Das hatte sich schon relativ lang erledigt. Aber diese ganze Comedy-Schiene war ja ohnehin eigentlich nur eine Episode in meiner ganzen Laufbahn. Ich bin seit 25 Jahren fast jetzt im Beruf und arbeite ja hauptsächlich als Sprecher,
beziehungsweise jetzt ja auch als Vortragsredner, wo ich eben genau wie du darüber referiere, über diese Veränderung, dass sich das eben lohnt. Und fühle mich wohl. Also ich bin ab und zu noch im Fernsehen zu sehen. Und diese Comedy war wirklich halt, ja, eine Sparte. Es war eine nette Zeit. Ich möchte die auch nicht missen. Habe wahnsinnig viele tolle Sachen machen können. Aber es ging immer weiter. Und es ist toll. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dir sicher bist, dass du schaffst, ne? Dass der Jojo-Effekt dieses Mal nicht wiederkommt, oder? Du bist so überzeugt. Es ist eine Leidenschaft geworden und ich muss mich nicht zum Sport zwingen oder zu einer guten Ernährung. Es ist automatisch da, es ist selbstverständlich. Danke, dass du über diese neue Leidenschaft gesprochen hast hier bei uns und dass du so spontan eingesprungen bist. Teil von 2, ich erspreche.